Liebe Genossinnen und Genossen, ich nenne euch so, weil uns alle eint, dass wir die bürgerliche Vorstellung von einem normalen oder richtigen Leben entweder nicht erfüllen können oder es nicht wollen. So radikal sind wir Anarchistinnen, dass wir meinen, ein Mensch sollte nicht 12 Stunden lang für einen Hungerlohn arbeiten. Holy shit, was hätte ich getan, wenn ich die Anarchisten nicht getroffen hätte? Die politische Radikalisierung war das Beste, was mir passieren konnte. Nehmt euch in Acht vor Emma Goldman. Eure Kirche, euer Rechtsstaat, eure Ehen sind in Gefahr, wenn ihr diese Frau noch weiter in der Öffentlichkeit reden lasst. Als wäre das alles nicht schon längst verkommen. Was die Regierung sich nicht zu sagen traut, wird mit Schlägen der Polizei mitgeteilt. Gewalt versteht jeder und wir antworten darauf. Die Leute verstehen nicht, dass sie die ungerechten Verhältnisse festigen, wenn sie so feige ihre Arbeitgeber verteidigen. Für die Arbeiter!